Typen als beim Juden, als beim Christentum oder beim Islam. Aber trotz alledem, Jude bist du erstmal, wenn du Jude, als Jude geboren bist, deine Mutter Jüdin war, Buddhist, Hindu und so weiter und so fort. Aber Islam ist eine allgemeingültige Religion. Jetzt kommt noch die andere Sache. Wie erkennst du Gott? Ein wichtiges Prinzip, was der Islam lehrt. Allah berichtet im Koran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Und dann, also, als Allah von dem Adam, von seinem Rücken, er ließ alle Nachkommen von ihm auferstehen. Das heißt, eine Vorexistenz. Und ließ sie bezeugen, bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten, ja, wir bezeugen, damit ihr an Yom Kiyama nicht sagt, ihr wusstet nichts davon. Deswegen hat jeder Mensch eine natürliche Veranlagung für Gott, an Gott zu glauben. Und deswegen nennen wir den Unglauben auch im Islam, weil wir hören oft, Muslime nennen Christen, Juden und andere als Ungläubige. Eigentlich ist das Wort Ungläubige eine falsche Übersetzung. Weil ungläubig versteht jemand, in Deutschland vor allen Dingen, als jemand, der an nichts glaubt. Und wir sagen nicht, dass ein Christ an nichts glaubt. Also als Ungläubige wird jemand bezeichnet, der Atheist ist. Aber wir sagen nicht, dass Christen Atheisten sind. Wir sagen, Christen glauben an eine Religion, die viele gute Werte hat, die viel Gutes vermittelt, die viel von der Wahrheit hat. Die Juden glauben an eine Religion, die viel von der Wahrheit hat, die viel gute Werte vermittelt. Ist kein Ungläubiger. Aber Kafir bedeutet im Arabischen jemand, der die Wahrheit verhüllt. Denn in deinem Inneren weißt du, dass Jesus nicht Gott ist. Kafara, das bedeutet etwas verhüllen. Die Wahrheit verhüllen in deinem Inneren. Hast du Gott? Und hast du die Veranlagung, an den wahren Gott zu glauben? Das ist etwas, womit man geboren wird. Und deswegen derjenige, der seiner Fitra folgt, seiner natürlichen Veranlagung, und die nicht entstellen lässt durch sein Umfeld, der kann auch ins Paradies kommen. Das ist eine islamische Lehre. Und das ist erstmal die Präsentation von mir zu dieser Fragestellung. Wir haben also erwähnt, welche Kriterien man nicht beachten sollte zur Wahrheitsfindung. Wir haben einige Grundprinzipien des Islam erklärt. Ich könnte noch viele Wunder im Koran und so weiter, diese ganzen Sachen könnte man erfassen, aber ich denke, man sollte vor allen Dingen auch betrachten, wie ich schon gesagt habe, dass der Islam wirklich eine Religion ist, die dazu aufruft, Gott in der reinsten Form, den einen allmächtigen Gott in der reinsten Form anzubeten. Und dass es eine allgemeingültige Religion ist, wo jeder Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort die Möglichkeit hat, das Heil zu erfahren und der Hölle zu entkommen. Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Inshallah, danach kann man Fragen stellen. Und natürlich, was ich wirklich den Menschen noch mit auf den Weg geben will, wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, aber was ich vom Herzen jedem sagen will, ist, er soll sich mit dem Islam befassen. Die Muslime sollen an dem Islam richtig festhalten, gute Vorbilder sein. Es ist eine Schande, wenn ein Muslim sich kriminell verhält, Sachen macht, die der Islam verbietet und dadurch den Islam natürlich in ein schlechtes Licht stellt. Und für den Nicht-Muslim natürlich, warum sagen wir diese Worte? Damit das keiner falsch versteht. Damit das keiner falsch versteht. Wir glauben ganz deutlich, oder der Allah sagt diesem Koran, ganz deutlich in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und der Prophet Mohammed sagt, keiner von dieser Umma hört von mir, sei er Jude oder Christ. Er sagt sogar, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, das heißt bei Gott, keiner von dieser Umma, von dieser Gemeinschaft, die aufgerufen wird, zu dem Glauben an ihn, hört von mir, egal ob Jude oder Christ, und glaubt da nicht an das, womit ich gesandt worden bin, außer dass er zu den Gefährten des Feuers gehört. Ich sage dies nicht, um jemanden anzugreifen, ich sage nur, weil wir wollen nicht spielen, wir wollen niemanden hier rausgehen lassen, um ihm die halbe Wahrheit erzählt zu haben, wir wollen für die Menschen das Beste, und wir wollen, dass wir alle, die hier sitzen heute, dass wir am jüngsten Tag zusammen ins Paradies eingehen.
Und dass keiner, der hier ist, in die Hölle geht. Das ist unser Bedenken. Deswegen, wir sind keine Versicherungsvertreter. Wir sind nicht aus Deutschland gekommen, um den Menschen hier einen vom Pferd zu erzählen, einen Kaffeeklatsch zu machen. Wir machen gerne Kaffeeklatsch. Wir sind gerne nett mit den Leuten. Wir unterhalten uns gerne mit den Leuten. Aber es geht um eine ernste Angelegenheit. Es geht um die Wahrheit. Möge Allah uns die Wahrheit als Wahrzeichen, sie helfen zu folgen. Amin. Und das Falsche als Falsche und helfen, davon Abstand zu nehmen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك